Übersetzung Künstliche Intelligenz 1, Algorithmen und Anwendungen mit Python. Vorneweg finde ich es immer ganz nett, ein paar Worte zu mir zu sagen. Wer ist der Typ, der diese Vorlesung hält? Was mache ich überhaupt? Wie kam das mit der Vorlesung zustande? Und zu mir ist zu sagen, ich bin zurzeit Data Scientist bei der Porsche AG. Bin dort im After Sales vor allem im Einsatz, war es auch eine Zeit lang in der IT. Habe da kurz hingewechselt für größere Projekte und habe davor im Bereich Wirtschaftsinformatik über Robo-Advisors und Entscheidungstheorie promoviert mit einer großen deutschen Bank, aber nicht der Deutschen Bank. Und das Thema, was mich immer beschäftigt oder auch so antreibt, ist das Thema, wie können wir KI, Analytics, Machine Learning nutzen, um Systeme zu bauen, die uns irgendwie helfen. Sei es Dashboards, sei es Robo-Advisors, sei es irgendwelche Recommender-Systeme und so weiter. Und so kommt ein bisschen so auch mein wirtschaftlicher Schwerpunkt durch. Können wir auch mit Hilfe von diesen Methoden User-Verhalten modellieren, vorhersagen? Ja, das ist vor allem im After-Sales und im Sales wichtig, aber auch in verschiedenen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Finance, Usability und so weiter. Wenn Sie dazu Fragen haben, gerne einfach raus damit, auch gerne am Ende dann von der Veranstaltung, wenn Sie sich überlegen, was wären gute Fächer noch, die Sie vielleicht ergänzend zu der Vorlesung wählen sollten, wenn Sie sich überlegen, vielleicht auch in die Richtung, sich zu vertiefen. Überhaupt kein Thema. Einfach auf mich zukommen, Fragen stellen oder an den Timo. Freuen uns, wenn wir Ihnen da weiterhelfen können. Zur Vorlesung selber. Ist es so, dass diese Vorlesung auf mehrere Bücher und Paper aufbaut, wovon die wichtigsten hier unter Literature Recommendations stehen. Und von diesen drei Büchern ist das allerwichtigste und das ist auch das Buch, was Sie höchstwahrscheinlich oder wo ich mir fast nicht vorstellen kann, dass Sie da drum rumkommen, sich dieses Buch gar nicht anzuschauen. Also dieses Buch brauchen Sie auf jeden Fall. Entweder Sie holen Sie es aus der Bibliothek. Ich habe Ihnen hier den Link zur Universitätsbibliothek dazu gepackt. Gibt es genügend Exemplare. Sie können sich das natürlich auch bei Amazon kaufen. Weihnachten steht vor der Tür. Ist allerdings ein ordentlicher Brummer oder Sie holen sich das halt als PDF. Da gibt es die ein oder andere Quelle, wo man das vielleicht dann auch für sehr wenig bis gar kein Geld bekommt. Auf jeden Fall brauchen Sie dieses Buch, weil dieses Buch ist absolut relevant für diese Vorlesung. Und der Grund, warum das ist, ich gehe direkt mal weiter, ist das Thema hier, dass dieses Buch einfach das absolute Standardwerk ist, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Es gibt den Open Syllabus, das ist so eine Website, die sammelt, welche Lehrbücher werden in welchen Fächern verwendet weltweit, was sind so Standardlehrbücher. Und dieses Buch von Russell und Norvig ist einfach das Standardlehrwerk für künstliche Intelligenz. Das war sogar lange Zeit in der Informatik das wichtigste Lehrbuch. Mittlerweile ist es auf Platz 6. Ich habe jetzt hier gerade die Präsi als PDF, deswegen kann ich hier diese Grafik nicht starten. Das ist eigentlich ein Video. Da hätte ich es Ihnen zeigen können. Also dieses Lehrbuch ist einfach super Standard, wenn Sie irgendwo anders KI irgendwo auf der Welt belegen. Treffen Sie wahrscheinlich auf dieses Lehrbuch. Zu dem Lehrbuch gibt es auch jede Menge Übungen, Codebeispiele und auch jede Menge Git-Repositories. Ich habe Ihnen hier mal dieses offizielle Git-Repo dazu verlinkt. Der Hintergrund ist, KI ist einfach so ein riesengroßes Thema und macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, da jetzt ein eigenes Lehrbuch zu schreiben oder zu denken, man könnte zumindest in den Grundlagen ist hier das besser machen als die beiden. Ich finde, das ist ein super Buch. Der eine ist auch lange Zeit Leiter von der Google-Suche gewesen, also dieser Suchmaschine. Und jetzt ist Leiter von Google Research. Also das ist kein Nobody, der dieses Buch geschrieben hat oder irgendein weltfremder Professor, der das in seinem Kämmerlein geschrieben hat, sondern es sind wirklich Leute, die wissen, was sie tun. Oder wenn sie das Buch lesen, werden sie auf jeden Fall einen super guten Überblick über dieses Forschungsfeld bekommen. Die Vorlesung selber orientiert sich dementsprechend an diesem Lehrbuch. Allerdings machen wir ein bisschen mehr als in diesem Lehrbuch und auch manche Dinge einfach ein bisschen anders.
Ich fange mal so rum an. Das Buch selber besteht, glaube ich, aus so 23, 24 Kapiteln, die die wesentlichen Felder von der künstlichen Intelligenz als Forschungsgebiet abdecken. In dieser Vorlesung orientieren wir uns an diesen Kapiteln, wobei ich immer mehrere Kapitel in ein eigenes Kapitel gepackt habe. Dieses Lehrbuch selber, die Autoren von dem Lehrbuch selber schlagen vor, dass ungefähr ein Kapitel eine Woche Vorlesung bedeutet. Das können Sie rechnen, das sind zwischen 24, 25, 26 Kapitel. Das sind ziemlich genau 2 Semester an Vorlesungseinheiten. Und was wir jetzt machen ist, wir teilen diese Kapitel ein bisschen auf in Zusammenhänge, die ganz gut passen und machen noch ein bisschen mehr Anwendung dazu. Weil mein Problem ist mit dem Lehrbuch oder überhaupt mit KI-Vorlesungen an der Uni, dass man da immer wunderbar Algorithmen und Beweise lernt, aber nachher dann nach seinem Master so eigentlich, wenn es darum geht, das mal anzuwenden, gar nichts kann oder wenig kann, ja, dann ist es immer so ein bisschen das Thema, was bringt das Ganze? Und mir ist einfach sehr, sehr wichtig, dass Sie nicht nur die Algorithmen und Konzepte lernen. Wir werden so ein bisschen vielleicht weniger machen oder nur die wichtigsten machen, aber dafür in der Lage sind, das später auch anzuwenden. Und deswegen gibt es ein eigenes Kapitel zu Python und es gibt ein eigenes Kapitel hier zu Data and Feature Engineering. Das finden Sie nicht im Lehrbuch. Und das ist dazu gedacht, um einfach Sie zu befähigen, die Dinge, die wir in der Vorlesung theoretisch besprechen, auch praktisch anwenden zu können. Es hilft Ihnen einfach nichts, wenn Sie mir auf dem Papier ein künstliches Neuron aufmalen können. Dafür werden Sie nicht eingestellt, sondern Sie werden später eingestellt, weil Sie mit Hilfe von einem neuronalen Netz ein echtes Problem lösen können. Und das geht halt nur, wenn man ein bisschen Python programmieren kann. Das hier ist jetzt keine Python-Vorlesung, das ist auch keine Einführung in die Programmierung. Und mir ist auch klar, dass hier der ein oder andere hockt, der nicht Wirtschaftsinformatik studiert hat, sondern was anderes. Sondern hier geht es einfach darum, dass Sie die Grundlagen der Python-Programmierung so weit lernen, dass Sie in der Lage sind, die Dinge, die wir in der Vorlesung besprechen, selber lösen und auch anwenden zu können. Das wird nämlich später wichtig im zweiten Semester, wenn wir einen Capstone machen. Was das ist und was das so die Überlegung ist, kommen wir gleich noch zu. Ich möchte es noch mal ganz kurz was zur Storyline von der Vorlesung sagen. Also wir werden loslegen damit, dass wir uns mal ganz allgemein die Grundlagen der künstlichen Intelligenz anschauen. Wo kommt es her? Was steckt überhaupt hinter dem Begriff? Wo gibt es das im Alltag? Was bedeutet das künstliche Intelligenz als Forschungsdisziplin? Was ist da wichtig? Dann werden wir uns mit Agenten beschäftigen. Das ist eines der wichtigsten Konstrukte im Bereich künstliche Intelligenz und wie wir mit Hilfe von Agenten Probleme lösen können, wie zum Beispiel Traveling Salesman Problem. Dann, nachdem wir die ersten Grundlagen gemacht haben, geht's los und wir schauen uns Python als Programmiersprache an. Wie gesagt, ist keine Python-Vorlesung, sondern geht einfach darum, diejenigen, die noch nie was in Python gemacht haben oder für die das zum ersten Mal Python ist, so weit aufzuschlauen, dass die der Vorlesung weiter folgen können. Also wenn Sie Python schon einsetzen und Bescheid wissen, überspringen Sie dieses Kapitel einfach. Ja, das ist überhaupt kein Problem oder schauen Sie es mal kurz durch. Es geht wirklich hier nur darum, dass jeder auf einem Level ist, dass er vernünftig arbeiten kann und in den anderen Kapiteln auch mitmachen kann. Es ist auch ganz oft so, in diesem mache ich jetzt die Vorlesung nicht zum ersten Mal so, dass da auch Leute dabei sind, die noch nie programmiert haben und die dann auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen Angst haben, sagen, ja, was ist denn jetzt mit Programmieren und so? Ich bin gar kein, was weiß ich, Informatiker oder so. Und es war ganz oft so, dass unter den besten Studenten, auch die die beste Klausurnote hatten, auch Leute dabei waren, die das ganz frisch gelernt hatten. Ja? Also das ist wirklich so gebaut, dass sie bei null anfangen können und dann kriegen sie das hin. Dann ist das nächste Kapitel Data and Feature Engineering. Da geht es einfach darum, wir haben hier in der Vorlesung immer wunderbare Beispiele. Oder wenn Sie irgendeine KI-Vorlesung hören, haben Sie immer super schöne Datensets, die sind alle relational, es gibt keine fehlenden Werte, alles passt, keine Duplikate, die Variablen sind sauber benannt, ist alles tippitoppi und dann lernen Sie irgendein Clustering-Verfahren und es trennt dann die Blüten von irgendeiner Orchideenart wunderbar, dieses Fischer-Datenset. Und das ist alles ganz leicht und schön, die Welt. Und in echt ist es aber so, wenn Sie im Berufsleben sind, sind die Daten ziemlich hässlich, sie sind ungepflegt und liegen in verschiedenen Formaten und Quellen vor.
Und weil das große Ziel dieser Vorlesung eben ist, sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu befähigen, später KI zu können, habe ich dieses Kapitel noch mit dazu gepackt, wo es einfach darum geht, wie geht man mit Daten um, wie bereinigt man die und wie verarbeitet man die vernünftig vor. Und das habe ich auch schon oft gehört hier, das ist eins der Kapitel, wo tatsächlich die Leute später dann, wenn sie Projekte machen oder auch einen Job sind, sagen, hey, das hat mir am meisten auch mitgebracht. Dann geht's los und wir schauen uns die verschiedenen Anwendungsfelder und Forschungsgebiete von KI an. Das ist Knowledge Reasoning, Machine Learning, Probabilistic Reasoning und Modeling, Language Processing, Image Processing. Das sind alles die großen Forschungsgebiete in der KI. Wir schauen uns da einmal die Algorithmen und die Konzepte dazu an. Und dann gibt es mit dem Kapitel 7 noch einen Sonderfall, weil wir werden uns ein ganzes Kapitel mit den künstlichen neuronalen Netzen beschäftigen. Insbesondere dem Deep Learning. Das ist deswegen so, weil im Bereich der künstlichen Intelligenz die künstlichen neuronalen Netze einfach zurzeit eine sehr, ja, super wichtige Aufgabe übernommen haben. Die sind sehr generisch, die kann man für sehr viele Probleme und Anwendungsfelder nutzen und ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal was davon gehört. Ja. Es ist nicht so, dass die, sagen wir mal, überall und immer das Beste sind, was es gibt, aber sie sind sehr, sehr mächtig und sind einfach gerade für sehr viele Probleme der de facto Standard. Und deswegen werden wir uns im Gegensatz zu den ganz vielen anderen Algorithmen und Modellen und Methoden, die es gibt, die neuronalen Netze ganz besonders ausführlich anschauen. Die anderen Algorithmen werden wir auch behandeln, aber eher ein bisschen oberflächlich, weil diese Vorlesung eher die Aufgabe hat, Ihnen Überblick zu geben. Zu guter Letzt kommt hier noch das Kapitel 10. Im letzten Kapitel geht es dann darum, jetzt haben wir ganz viel gelernt. Wir haben Programmieren gelernt, wir haben die Algorithmen gelernt, die Methoden, die Prozesse, wie man mit Daten arbeitet. Wie kann ich das Ganze jetzt in ein Live-System bringen und wo gibt es da vielleicht noch Probleme? Und das ist auch dann nochmal, schließt sich sozusagen der Kreis, dann können Sie alles nochmal, was Sie jetzt über diesen ganzen Lebenszyklus gelernt haben, anwenden. Die einzelnen Kapitel selber werden nochmal begleitet durch Übungen. Das sind sogenannte Workbook-Exercises, die Sie in dem Lehrbuch, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, finden. Das sind auch teilweise eigene Aufgaben, die ich mir ausgedacht habe. Und da sind Sie gefragt, arbeiten Sie die Vorlesung nochmal nach. Ja, machen Sie das wirklich, weil auch später in der Klausur war es bisher immer so, dass so die ein oder andere Exercise, die es in der Vorlesung gab, auch eine kleine Klausuraufgabe war. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind auch immer super Möglichkeiten, um den Stoff einfach nochmal zu wiederholen. Im Kapitel 3 geht es dann los mit den Lectorials. Das heißt, das sind so eine Mischung aus Vorlesung, Tutorial und Exercise, wo es darum geht, echte größere Programmieraufgaben zu lösen, auch ja, ist Corona-bedingt nicht live vor Ort, wahrscheinlich auch wieder als Video, weiß nicht, ob wir es als Live-Session diesmal machen, muss mal schauen. Aber das ist so eine Mischung aus Vorprogrammieren, selber programmieren und ausprobieren. Ja. Und ab Kapitel 4 gibt es dann die Kombi aus Programmieraufgaben oder Lectorials und diesen klassischen Sachbuchaufgaben. Neben diesem ganzen Vorlesungsgeschehen gibt es immer die Möglichkeit, dass Sie auf den Timo zugehen und ihn mal um Hilfe bitten, wenn es irgendwo brennt. Ja, wenn Sie ewig irgendwie an einem Python-Problem sitzen und es läuft einfach nicht und Google und Stack Overflow können Ihnen nicht helfen oder wenn Sie einen Algorithmus nicht verstanden haben oder, der Lehrstuhl ist für Sie da. Nebenbei gibt es auch noch Live-Coding-Sessions mit dem Timo, also es wird auch Übungseinheiten zu dieser Vorlesung geben, wo Sie nochmal wirklich ganz beim Urschleim beginnend vorbereitet werden, die Dinge, die wir hier in der Vorlesung gemacht haben, zu verstehen, anzuwenden und aber auch vorbereitet werden auf den letzten Block hier, das sogenannte Capstone. Das Capstone ist diese praktische Aufgabe, die einen großen Teil der Note ausmacht und die ist, so wie es aussieht, dieses Jahr auch wieder, nächstes Jahr wird die sein, nächstes Jahr wieder mit der Porsche AG. Da bin ich gerade so ein bisschen am Schauen, dass wir eine spannende Aufgabe für Sie finden. Wenn Sie es interessiert, wie das so abläuft und wie das so ist, die alte Aufgabe und die alten Infos, die liegen auch noch im Netz für Sie verfügbar auf der Kurswebseite. Wo das genau ist, sage ich Ihnen aber gleich auch nochmal. Und das ist so mal die grobe Storyline von der Vorlesung.
Und ich denke, das ist eine ganz gute Mischung aus Theorie, Geschichte, Konzepte und vor allem der Anwendung, damit Sie am Ende eben Startklar sind für KI in der Masterarbeit oder auch im Berufsleben. Genau. Das im Grunde habe ich es schon gesagt. Die Vorlesung selber unterscheidet sich so ein bisschen von den Vorlesungen, die Sie so kennen oder die vielleicht so im Master üblich sind, weil da haben sie normalerweise eine Vorlesung und eine Übung dazu. Und die leben auch so ein bisschen getrennt voneinander. Und bei dem Kurs, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, ist es nicht so viel Vorlesung, sondern ein großer, wesentlicher Teil nimmt auch Übung, Tutorial und Ausprobieren ein. Ja, ich habe das hier mal durch diese drei Blöcke gemacht, weil am Ende des Tages werden sie dafür angestellt, was sie aus dem Wissen machen können, das sie haben und nicht für ihr Wissen in ganz seltenen Fällen, außer sie gehen vielleicht in die Forschung oder so. Und das ist auch das Ziel dieser Vorlesung, deswegen ist die so gebaut und die wird von mir auch jedes Semester neu angepackt, überarbeitet und gepflegt. Deswegen ist mir auch Ihr Feedback super, super wichtig. Das heißt, wenn Ihnen was auffällt, wenn Sie beim Lernen auf irgendwas stoßen, schreiben Sie mir. Ja, das ist mir sehr wichtig. Und auch später, wenn Ihnen mal, was weiß ich, in 2 Jahren sind Sie dann irgendwie in Ihrer Masterarbeit und sagen, ach, hätte ich das nur in der Vorlesung besser erklärt bekommen oder das hat noch gefehlt oder wenn Sie da Ideen haben, schreiben Sie mir. Ich freue mich drüber und es wird auf jeden Fall sehr ernst genommen. Ja, also Sie helfen, damit dann auch diese Vorlesung immer ein bisschen besser zu machen. So, für wen ist diese Vorlesung eigentlich gedacht? Also es gibt hier so zwei Gruppen in der Vorlesung, das ist mir auch klar. Das sind zum einen die Leute, die Sie hören müssen. Das sind die Wirtschaftsinformatiker. Und da geht es darum, dass Sie ein generelles Verständnis von KI bekommen und verstehen, was KI überhaupt ist, was da dahinter steckt, wie KI funktioniert und wie man verschiedene KI-Probleme löst. Also diese Vorlesung sollte praktisch so das Absprungbrett dafür sein, KI im Studium, im Master weiter zu vertiefen. Es gibt hier aber auch Studenten aus anderen Studiengängen und die haben eher das Interesse oder es eher gerichtet an andere Studenten, die vielleicht in ihrer Masterarbeit auch KI einsetzen wollen, aber nicht Informatik studieren. Ja, also die sich überlegen, was weiß ich, Linguisten, die irgendwas mit Sprachverarbeitung machen wollen oder irgendwelche BWLer, die irgendwie KI in der Finanzplanung einsetzen wollen oder und jetzt einfach mal einen vernünftigen Überblick bekommen wollen, was denn KI überhaupt ist und was das so dahinter steckt. Also beide Zielgruppen mit bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten, aber es geht immer darum, ihnen einen Überblick zu geben. Und das ist auch das, was Sie hier in dem Kurs bekommen, nämlich Sie bekommen von mir die Grundlagen erklärt, General Understanding, die wichtigsten Fundamentals, die wichtigsten Algorithmen und Konzepte, das Sie dann wiederum befähigt, wenn Sie sagen, oh, das hat mir gefallen, das fand ich cool, ich fand das Thema neuronale Netze geil, das hat mir richtig Spaß gemacht. Oder hey, Data Engineering, Data Mining, das war ein spannender Teil der Vorlesung. Oder hey, ich könnte mir vorstellen, später mehr was mit Markov oder mit Probabilistic Modeling zu machen, ja. Dass Sie einfach einen Überblick haben, was gibt's in der KI überhaupt, welche verschiedenen Stränge und Schwerpunkte und sind dann in der Lage, taktisch für Ihren Master weitere Fächer dazu zu buchen. Ja, also dass Sie dann sagen können, ja, ich will was mit KI auch später mal machen und weiß jetzt auch genau, was ich da dazu noch belegen muss. Das heißt, am Ende dieses Kurses, wenn Sie das ernst nehmen, die Übung machen, sich die Videos regelmäßig anschauen, mitarbeiten, verspreche ich Ihnen, dass Sie in der Lage sind, Python, Informationssysteme, kleinere KI-Programme zu designen, selber zu implementieren und auch im Betrieb zu halten, dass Sie ein wirklich solides Wissen über die wichtigsten Konzepte und Algorithmen bekommen haben über KI, dass Sie gut genug ausgebildet sind, um sich auch für KI-Stellen zu bewerben nach Ihrem Master, sei es in der Beratung oder auch in der Entwicklung. Und dass Sie in der Lage sind, wirklich, wirklich sicher beurteilen zu können, wo Sie sich weiter in KI vertiefen wollen und was das Sinn macht. Sei es Machine Learning, sei es Computer Vision, etc.
Wo finden Sie das ganze Kursmaterial? Das ganze Kursmaterial habe ich für Sie auf Git bereitgestellt. Ich habe da mein eigenes Repo. Da finden Sie auch diese PDF hier. Die habe ich vorher noch gepusht. Und die können Sie sich hier runterladen. Ich kann den Link auch gleich nochmal hier rein posten in den Chat, beziehungsweise der steht auch auf der Webseite. Und ich habe Ihnen hier nochmal den Link dazu gepackt zu dem offiziellen GitHub für das Lehrbuch. Alle Materialien, die in meinem Repository Passwort geschützt sind, die haben das super geheime Passwort Jung, ist mein Nachname klein geschrieben. Falls da irgendwas drin sein sollte, was ich aus verschiedenen Gründen halt Passwort schützen muss. Ja, das heißt, irgendwelche Unterlagen von der Firma oder so, die nicht will, dass wirklich jeder dann darauf Zugriff hat oder so, sondern wirklich nur Leute, die zumindest hier mit der Vorlesung irgendwie assoziiert sind. Ansonsten gibt es zu dieser Vorlesung, ist es auch Corona-bedingt eben digitale Aufnahmen. Ich habe für Sie eine Playlist bei YouTube erstellt. Ist für mich einfach geschickter, das dort hochzuladen als auf irgendwelchen Uni-Servern, weil ich da es einfach bei mir selber machen kann. Die Performance ist besser. Und es gibt die Möglichkeit, auch direkt drunter Fragen zu stellen. Sie finden die aktuelle Vorlesung hier unter diesem Link. Außerdem gibt es zu dieser Vorlesung auch noch so Videobeispiele, auf die ich in der Vorlesung verweisen werde. Die habe ich in eine eigene Playlist gepackt. Meine Empfehlung ist, gehen Sie auf den YouTube-Channel hier, abonnieren Sie den Kanal im besten Fall, dann kriegen Sie immer mit, wenn ich ein neues Video dazu packe. Und würde mich freuen, wenn Sie unter die Videos auch mal eine Frage stellen oder aktiv mitarbeiten. Das hilft allen und macht einfach mehr Spaß zusammen jetzt hier virtuell die Vorlesung zu halten. Was brauchen Sie? Installieren Sie sich bitte möglichst bald Anaconda. Das ist eine Python-Distribution. Und Git, damit Sie sich die neuesten Slides und Materialien immer ziehen können. Ich gehe noch mal kurz zurück. Wichtig ist, die Vorlesung, das sind noch die, es gibt auch noch alte Vorlesungen, sowohl auf Git als auch auf YouTube. Die können Sie sich gerne anschauen, aber ich werde für dieses Semester nochmal an den Inhalten schleifen, ein paar Sachen klarer stellen, die Folien überarbeiten. Also bitte, oder der Hinweis, sage ich es mal so rum, ziehen Sie sich die Folien immer erst, wenn die entsprechenden Videos online sind. Weil es kann einfach nochmal sein, dass irgendwo ein Rechtschreibfehler ist oder eine Unstimmigkeit. Und wäre blöd, wenn Sie sich mit einem alten Folienset auf die Klausur vorbereiten. Also die Folien sind dann immer fixiert, sobald die Videos online sind. Und bis dahin arbeite ich auch nochmal dran, dass das auf Git auch immer dann committet, was da so passiert, was mir auffällt. Und probiere einfach immer den Stoff möglichst aktuell und möglichst angepasst an das aktuelle Capstone zu gestalten. Python, installieren Sie sich, wenn möglichst, die neueste Version. Finden Sie hier auf der Website, gehen Sie auf Runterladen, machen den Installer, ist eigentlich relativ straightforward. Dann öffnet sich der Anaconda Navigator und da finden Sie die verschiedenen Programme, die auch mit Python zu tun haben, die Sie sich installieren können bzw. starten können. Sie können mit jeder dieser IDE hier arbeiten, mit Orange 3, mit RStudio hat auch eine super Python-Unterstützung, mit Spider, mit Jupyter Notebook, Jupyter Lab, Visual Studio Code, können auch mit einem reinen Texteditor arbeiten, ist alles gut. Nehmen Sie das Tool Ihrer Wahl. Wir werden uns auch so ein bisschen die verschiedenen Tools, je nachdem, in den Lectorials auch mal anschauen. Es ist im Grunde kein großer Unterschied. Git finden Sie hier auf der Website, können Sie sich hier wieder auch für das Betriebssystem Ihrer Wahl Git runterladen und installieren. Und dann haben Sie die Möglichkeit, entweder direkt das Repo sozusagen zu abonnieren, wo die Vorlesungsunterlagen liegen. Es geht hier mit diesem Befehl und dann machen Sie noch einen Git Pull. Oder wer sagt, Git und alles, das ist mir zu viel. Möchte ich nicht lernen jetzt im Moment, das stresst mich alles nur, keine Panik. Sie können uns entweder um Hilfe fragen oder Sie können auch die Unterlagen hier einfach direkt runterladen. Ja, also Sie gehen dann hier rechts auf den Download-Knopf und dann haben Sie es auch. Ja, also das ist völlig egal, geht, finde ich, nur immer ein bisschen geschickter, weil in dem Capstone wird es wahrscheinlich so sein, dass das wieder eine Gruppenarbeit wird und es gibt einfach nichts Besseres als Git und Code gemeinsam zu sharen, zu kollaborieren, auszutauschen. In der Vorlesung selber gibt es noch verschiedene Symbole.
die ich Ihnen hier einfach nochmal kurz darstellen möchte, was die bedeuten. Es gibt hier so dieses Aufrufezeichen, das sind wichtige Hinweise, das Fragezeichen, das sind so Classroom-Tasks. Das wäre jetzt was, wäre die Vorlesung vor Ort, würde ich da immer kurz ins Plenum fragen und mit Ihnen diskutieren. Dann gibt es Definitionen, ja, probiere ich gering zu halten, aber die müssen Sie leider drauf haben für die Klausur. Das sind einfach Dinge, die muss man wissen. Wenn es irgendwelche Handouts gibt oder Packages, auf die ich verweise, ist das Symbol hier entsprechend zu sehen. Internetlinks sind durch diesen Pfeil gekennzeichnet. Bücher verweisen auf irgendeine Literaturquelle oder auf ein vorheriges Kapitel. Es gibt dann auch verschiedene Farben für verschiedene Aufgaben in der Vorlesung. Das Blaue sind die eben schon angesprochenen Classroom-Tasks. Das sind Aufgaben, die Sie allein oder gerne mit einem Partner zusammen bearbeiten können, auch gerne diskutieren. Dann gibt es Classroom-Tasks, das sind größere Probleme, das sind so klassische Übungsaufgaben. Können Sie allein, können Sie in der Gruppe lösen. Dauern normalerweise so 30 bis 60 Minuten, sind oft auch Probleme, denen ich mal im echten Berufsleben begegnet bin und die ich so ein bisschen runtergebrochen angepasst habe, um Ihnen da einfach mal ja, anwendungsnahe Probleme zu geben. Dann gibt es Business Cases. Das hier ist ein bisschen schwierig. Das waren ja so Fälle, wo Sie sich einfach selber anschauen sollten und wir dann im Plenum in der Vorlesung diskutiert haben. Dementsprechend habe ich die jetzt probiert, ein bisschen zu reduzieren. Es wird ein oder zwei noch geben, weil das einfach, finde ich, spannende Fälle sind. Aber die spielen jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Und dann gibt es immer am Ende der Vorlesung sogenannte Challenge oder einen Capstone. Das sind sehr große Aufgaben mit einem Wettbewerbscharakter, die Sie allein oder in einem Team bearbeiten können, die auch eher aufwendig sind. Ihr seht hier gerade der Workload hier, der stimmt noch nicht so ganz. In der Vorlesung wird ja das Capstone stark bewertet, also muss ich hier nochmal updaten. Aber das sind wirklich sehr große Aufgaben, da gibt es auch häufig was zu gewinnen, da geht es um die Wurst, sage ich sozusagen. Und das sind so die vier Aufgabentypen, die es während der Vorlesung gibt, neben den Lectorials, Übungsaufgaben und Coding Sessions. Die Frage der Frage, was natürlich jetzt alle am meisten interessiert ist, wie sieht es mit der Klausur aus? Die Klausur selber ist so, dass sie gedrittelt ist, hat damit zu tun, dass, ja, also es ist einfach so eine super schwere Geschichte, jetzt Leute irgendwie zu benoten und ein Urteil zu fällen, wie gut derjenige jetzt KI kann und sich auskennt. Das ist einfach immer irgendwie ungerecht. Und ich habe jetzt so probiert oder probiere so ein bisschen in der Vorlesung so, ja, möglichst viel verschiedene Aspekte von dem, was KI später ausmacht, abzubilden. Das heißt, es ist einmal das Thema, wie gut kann man einfach die Grundlagen, ja, wie gut haben Sie auswendig gelernt, klingt bitter, ist aber so, ja. Wenn Sie jemand in der Firma fragt, was ist KI oder was ist ein neuronales Netz und Sie das nicht erklären können, selbst wenn Sie super programmieren können, das ist einfach ein bisschen blöd. Das heißt, in dem ersten Drittel geht es darum, dass Sie einfach die wichtigsten Sachen drauf haben, dass Sie, was weiß ich, auch grundlegend formeln können, dass Sie Verständnis von den Begriffen, Algorithmen und Konzepte haben, dass Sie mal, was weiß ich, ein Neuron hinmalen können und so. Schauen Sie sich einfach die alten Klausuren an. Das klingt jetzt wilder, als es ist. Das ist relativ straightforward. Alte Klausuren sind natürlich auch bereitgestellt. Da können Sie das wunderbar üben. Das sind vor allem auch die Fragen, die hier in dieser blauen Kachel auch auftauchen. Ja, so typische Classroom-Tasks, Verständnisfragen. Dann kommt der nächste Teil, der mir wichtig ist, das ist nämlich die Anwendung der Theorie. Da wird es irgendeine Aufgabe geben, eine größere, die auch ein Drittel der Punkte aufmacht, worum es darum geht, irgendeine Methode oder einen Algorithmus wirklich anzuwenden. Dann können Sie wirklich zeigen, wie gut Sie es verstanden haben, wie ein Entscheidungsbaum funktioniert. Oder was wir in der letzten Klausur gemacht haben, dass Sie mal ein Problem mit Hilfe von Markov-Ketten moduliert und durchgerechnet haben. Ja, auch hier gilt, schauen Sie sich mal die alten Klausuren an. Dann werden Sie sehen, ist alles nicht so wild. Wenn Sie die Konzepte und Algorithmen verstanden haben, dann kriegen Sie das hin. Der letzte Teil, das ist Programmieren. Und das ist tatsächlich so, da geht es jetzt nicht darum, das ist keine Programmierklausur, sondern es geht darum, dass Sie Python verstanden haben und Code lesen, Code ändern, klein wenig Code auch schreiben können und dass Sie einfach, dass das für Sie ja klar ist, wie man mit Hilfe von Python
KI-Probleme löst. Ja, mir ist klar, dass sie jetzt hier nicht rausgehen werden als Gott, der irgendwelche Python-Industrieanwendungen schreibt, aber dass sie Python-Skripte schreiben, bearbeiten und lesen können, das ist mir sehr wichtig und genau das will ich hier testen. Und wenn sie das Capstone bearbeiten und verstanden haben und auch wirklich selber gemacht haben, dann dürfte dieser letzte Teil für sie eigentlich gar kein Problem mehr sein. Ja. Dann ist die Frage, was ist jetzt relevant? Das ist ja schon eine Menge Stoff auch im Internet und verfügbar. Und da ist der Hinweis, dass erstmal alles relevant ist. Aber ich habe in den Kapiteln, wenn Sie auf die Übersichtsslide gehen, auch schließlich immer bestimmte Kapitel aus. Hinzu kommt, dass wir ganz am Ende der Vorlesung, ganz am Ende machen wir eine Klausurfragestunde. Und dann schauen wir da auch nochmal, wie gut wir jetzt durchgekommen sind mit dem Stoff und wie viele Fragen so kamen und wie es aussieht, werden wir vielleicht auch nochmal eine kleine Stoffeinschränkung machen. Ja, das mache ich immer so ein bisschen dynamisch, je nachdem, wie gut ich durchkam mit dem Stoff und wie umfangreich das Capstone ist. Also vorneweg, es ist nicht alles relevant, was wir machen, aber bitte schauen Sie sich die Vorlesung an, schauen Sie sich die Lectorials an, schauen Sie sich die Exercises an, die sind alle erstmal relevant und dann gibt es nochmal ein paar Einschränkungen, wo wir den Stoff reduzieren. War sehr schade, hatte letztes Jahr einen in der mündlichen Prüfung, der konnte alles, bis auf die Lectorials, die hat er sich gar nicht angeschaut und dann war das leider keine so gute Note, wie es hätte sein können. Insbesondere das Kursbuch der Russell Norvig macht auf jeden Fall Sinn. Wenn Sie den mal in der Hand haben, ein bisschen reinlesen, genauso gut wie die ganzen Code-Beispiele oder Guest-Lectures, die wir im Rahmen dieser Vorlesung haben werden. Wie ist so die Notenaufteilung? Auch hier sehe ich gerade, habe ich mit dem Timo jetzt gerade anders verarbeitet. Es wird eine 90-Minuten-Klausur sein, keine 60-Minuten-Klausur, aber wird trotzdem 60% der Note ausmachen. Und dann gibt es das Capstone, das dann vor allem der Timo im Lead. Das wird dann 40% der Note ausmachen. Ansonsten gibt es noch jede Menge weitere Vorlesungen von mir. Die sind auch auf Git verfügbar. Die anderen muss man schauen, dass ich noch bereitstelle und einspreche. Alles spannende Themen einfach für Sie zum Hinweis, dass Sie da auch gerne mal reinschauen können, wenn Sie nach der Vorlesung Gefallen am Thema KI und Analytics gefunden haben. Ansonsten hier noch die Literatur für das erste Kapitel, hier nochmal der Russell und Norvig und ansonsten noch ein paar Hinweise auf ein paar sehr coole Git-Lectorials, Tutorials, die Sie sich auch gerne mal anschauen können. Ich werde das auch immer so machen, ich packe ans Ende vom Kapitel immer nochmal so ein paar persönliche Empfehlungen, wo man vielleicht nochmal was anders nachlesen kann, als ich es erklärt habe oder wo man nochmal eine Übungsaufgabe findet oder. Also lassen Sie sich überraschen, packt da einfach nochmal ein paar spannende Informationen fürs entsprechende Kapitel dazu. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch mit der Übersicht. Timo wird jetzt das Video erstmal anhalten und dann kommen wir zur offenen Fragerunde, wo Sie alles, was Ihnen jetzt auf dem Herzen liegt, einfach mal frei stellen können.